Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Rise of the Tomb Raider. Und ich glaube, die Tante da hinten will irgendwas. Entschuldigung, ja, was ist denn? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ja, ich soll die dummen Dinger abschießen. Aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. So sehen die aus, oder was? Also, ich sag dir mal eins. Girl. Oh, shit. What the fuck? Das Ding lebt noch? Okay, ich sag dir mal eins, Girl. Ja, wenn hier schon mindestens diese drei drüber geflogen sind, ja, und jetzt hier, was weiß ich, jetzt sagen wir mal noch irgendwie 5 bis 6 das auch noch geschafft haben, dann haben die schon längst das Land kartografiert. Dann bringt das jetzt auch nichts mehr, wenn ich die abschieße. Kann ich noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran, aber ja. Willst du mich jetzt anschreien, weil ich bisher nur eins getroffen habe? Es ist ja wohl nicht wahr. Ich verpiss mich hier. Ich hau ab. So, letzte Folge haben wir irgendwie so eine Art Tiger genatzt. Wisst ihr noch? Oh, warte mal. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Huiuiui. Ja, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Wo war ich stehen geblieben? Wir hatten einen Tiger getötet und das war gut. Und dann haben wir dann diesen Turm erreicht. Und jetzt wollte ich mich eigentlich ein bisschen austoben hier in diesem unteren Bereich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich hab jetzt geladen den Spielstand und ich. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn. Ach, da hinten ist. Nee, warte mal, hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir hatten noch eine andere Nebenmission, oder? Was ist das hier? Verhinderte Überwachung. Ah, nee, das sind die Dinger. Das sind die Dinger. Kann ich hier einen Wegpunkt setzen? Warum denn nicht? Ach, guck mal, hier ist der Turm, wo ich erst nicht wusste, wo ich hin soll. Und dann habe ich das Ding da gefunden. Okay, da hinten haben wir den Tiger genatzt. Alles gut. Okay, wir nehmen die AK. Hört ihr das? Wo ist es denn? Wo denn? Da! Die fliegen aber ganz schön niedrig, du. Ob das so viel bringt. Aber ich will mich doch nicht einmischen. Ich bin ja kein Drohnenforscher. Was ist denn hier oben? Können wir hier vielleicht... Was ist das hier? Guck mal, hier sind Pfeile zum Beispiel. Da können wir hoch... Oh, da ist ein Kaninchen! Ich nenne es Eduard. 3 von 6 haben wir jetzt schon. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin ja auch ein Riesenfreund von Nebensammelmissionen, ne? Oh, bin ich riesen... Also, wenn Nebensammelmissionen und ich, ne? Wenn wir uns manchmal abends treffen, durch Zufall, dann trinken wir noch einen kleinen Drink zusammen und dann irgendwann... irgendwann kommt es dann so weit, dass wir tanzen gehen, weißt du? Und dann führt eins zum anderen und... ach ja. Nebensammelmissionen und ich... Wir sind schon so ein Pack. Warte mal, hier ist ja gar nicht mehr irgendwie. Kann ich mal ganz kurz. Ich muss hier nach links. Ich muss hier abspringen. Ich will jetzt erstmal die Drohnen wegmachen. Wenn ich die Drohnen weggemacht habe, zurück zu der Tante laufen? Wahrscheinlich, ne? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Es ist auch eine gewisse Verärgerung in der Luft, deswegen. Aber gut. Ich kann aber leben. Ich hör's schon. Oh, warte. Hier ist das Hartholz. Ah, da hinten. Guck mal da. Wie viele Tiere hier sind, ne? 3 von 4. Und jetzt noch geradezu und dann haben wir es. Dann ist die Geschichte. Ah. Wieso nicht? Haha. Wo muss ich hin? Kehren Sie zu Verbliebenen zurück, die nach Drohnen sucht. Ja, das haben wir uns doch gedacht. Ne? Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, das ist bestimmt so, dass wir zurücklaufen müssen. Da bin ich mir ganz sicher und ich zweifle keine Sekunde. Oh, warte mal, was ist denn hier? Oh.
Wollen wir erstmal hier rein? Ja, ne? Wir können ja später immer noch zu der Tante gehen. Hallo? Hallo? Oh, hier haben sie aber was vergessen. Das brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich nehme das mal mit. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Wer mir einen Hirsch bringt, kriegt 500 Mark. Ich wäre ein sehr guter Schüler gewesen, wenn ich damals bei Erna gelernt hätte, die ja hier diese Bücher geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Wo muss ich denn jetzt hin? War es das schon? Das war's? Einfach nur dieses komische Schlafplätzchen hier? Das kann doch nicht sein. Das kann ja nicht sein. Können wir hier durch? Darf ich da... Hallo? Nee, ich darf da nicht durch. Was ist das? Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht gewesen sein. Oh. Hier sind noch Pilze, aber ich darf keine mehr nehmen. Ja, toll. Ist ja ganz toll. Es ärgert mich ein bisschen. Ist hier noch... Nee, da sind wir hergekommen. Das war alles. Es war alles. Nur das Buch und eine Kiste. Oh. Ich bin ein bisschen wütend. Ich bin ein bisschen sehr, sehr wütend. Soll ich sagen, wie wütend ich bin? So. Seht ihr nicht? Mir egal. Ich habe gerade auch nichts gezeigt. Ich spiele ja gerade eine gute Kamera. Ist doch Quatsch. Oh, hier ist noch ein Busch. Darf ich auch nicht nehmen. Meine Taschen sind voll. Ich bin einfach zu OP für dieses Spiel. Ich bin einfach sehr, sehr OP. So, wollen wir jetzt zu der Tante oder nicht? Ja, wir geben den Scheiß jetzt mal ab. Beziehungsweise holen uns da was ab, ne? Zumindest Punkte. Hallo? Hallo, ich bin's. Hallo, Sie. Dürfte ich Sie mal hier an die Beke tippen? Was ist? Ja. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Ja. Alter Hornbogen. What the shit? Alternative Waffen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Danke sehr. Mission abgeschlossen. Ich habe jetzt also einen Bogen bekommen, den ich wahrscheinlich eh nicht auswählen möchte, weil der nicht so stark ist wie der, den ich gerade ausgewählt habe. Kann das sein? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir bräuchten noch ein Lagerfeuer, aber das gibt es ja jetzt hier nicht. Oh, shit! Wow! 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 Alter! Das ist nur, weil du mich so erschrocken hast. Es tut mir wahnsinnig leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Eigentlich brauche ich das Schweinstück von dir. Aber die anderen dürfen leben. Die müssen sich nämlich fortpflanzen. Habt ihr gehört? Ihr müsst bumsen! Jetzt. Okay, doch nicht. Ich will es lieber nicht sehen. Ich dachte erst, ich will das sehen. Ich will das lieber nicht sehen. Und upp. So, da haben wir jetzt was ganz, ganz Tolles drin. Richtig? Naja, geht so. Ein paar Ressourcen. Bin ein wenig enttäuscht. Okay, Leute, passt mal auf. Ihr müsst bumsen. Ich lasse euch auch bumsen. Wenn ihr mich aber angreift, muss ich euch töten. Deal? Okay. Können wir hier hoch? Ich will mal so ein bisschen erkunden. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch Hartholz? Ist das Hartholz? Ja. Optionales Herausforderungsgrab. Guck, Eve, ich hab's gesehen. Aber ich entscheide mich oft einfach dagegen. Das ist doch... Man muss ja nicht immer dahin laufen, nur weil es da steht. Man kann das tun. Es ist eine Möglichkeit. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Oh, Jacob sammelt Kämpfer oben. Nein. Ich hab damit gar nichts zu tun. Und die zu alt zum Kämpfen sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ah, ich glaube, ich muss dahin. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden.
Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Ja! Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ja, guck mal, ich muss mir das jetzt auch anhören, ne? Kriege ich jetzt irgendwie Geld dafür oder so? Kann ich etwas für dich tun? Ja. Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Hä? Ich grüße es. Waldspitzen sehen stumpf aus. Ein Warte mal. Besser als gar nee, nee, jetzt nicht über Pfeile reden. Ich hab dir gerade angeboten zu helfen. Und hast du gesagt, ja, einfach nur nett sein, bringt nichts. Du müsstest ja eigentlich was tun. Und dann denke ich mir, ich hab doch gerade angeboten, was zu tun. Oh, die Bitch, ne? Komm, lass mich was machen. Lass mich was machen. Nervig? Störe ich dich? Hä? Geht nicht. Jacob vertraut Ihnen. Das genügt. Ach so, nee, mit dir wollte ich nicht reden. Ich kann mich, darf ich mich wohl hier bedienen? Hallo. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Ja, Sex. Okay. Anscheinend wollen die hier nicht, dass ich denen helfe. Ich habe mir den ganzen Scheiß von ihr umsonst angehört. Aber hier ist so eine Kiste. Danke. So. Dann haben wir hier noch Hühner. Was ist denn jetzt wo? Ich habe jetzt hier noch eine Mission. Wollen wir uns die... Ach, warte mal. Hier ist noch ein Grab, oder was? Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Okay, warte mal, der muss ja da hinten irgendwo sein. Wir probieren mal da reinzukommen. Wir probieren mal da irgendwie reinzukommen. Wir probieren mal zu finden. Oh, eine Kiste. Wir probieren mal zu finden, wo das ist. Für Eve sozusagen. Hallo. Oh, oh shit. Ich wollte einen Körper machen. Irgendwo hier muss ein Eingang zu einer Höhle. Warte mal, hier ist ein Wasserfall. Bei Wasserfällen ist doch meistens eine Höhle, oder? Warte mal, hier ist irgendwer. Ich versuche mal da hochzukommen. Ich hätte vielleicht nicht direkt hier ins Wasser springen müssen. Hoppa. Oh, da hier. Hallo? Nee, ist nur ein Durchgang. Hey, Digga, lass dich nicht stören. Nee, ich will nicht mit mir reden. Lala. Es ist ganz schön... Es ist abgefahren. Es ist ganz schön riesig auch, das Gebiet, ne? Es ist ziemlich groß. Ist das hier ein Höhleneingang? Es sieht nicht wirklich danach aus, aber doch... Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Drahtseil. Oh! Oh! Okay, was machen wir jetzt? Verteidigungsstrategie. Sammeln Sie Material, um die Wachtürme zu verstärken. Legen Sie Ressourcen in den Korb. Hä? Das haben wir doch schon längst gemacht! Haben wir das nicht? Habe ich das beim ersten Turm nicht gemacht? Ist ja doof jetzt, ne? Oh, das ist doch ganz flach. Oh. Okay, doch nicht. Ich dachte erst. Okay, warte mal. Wie kommen wir denn jetzt? Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal zu dem Turm. Ich glaube, wir haben das nicht... Wir haben die Mission gar nicht beendet. Hättet ihr mir ja auch noch mal sagen können. Außerdem habe ich in den Kommentaren gelesen, dass ihr geschrieben habt, dass unter dem großen Wasserfall auch noch eine Höhle sein soll. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wie komme ich jetzt... Ist das hier der richtige Weg? Ja, ne? Ich glaube, hier ist ein sehr, sehr richtiger Weg. Das ist mir ja fast ein bisschen peinlich, dass wir das jetzt so gerade... Aber es ist euch auch nicht aufgefallen, ne? Ist euch das aufgefallen? Ich habe so die letzten paar Kommentare mir angeguckt. Es hat keiner geschrien. Sie können die Vorräte in den Korb lassen. Wir kümmern uns darum. Danke. Okay, jetzt ist die Mission beendet. Richtig? Ja, die Mission... Kehren Sie zum Wachturm zurück. Ach so, jetzt muss ich auch mit ihm reden, oder was? Hallo? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Das ist aber nett. Danke sehr. Ich habe gerade was gefunden. Neue Ausrüstung. Kampf erprobt. Was ist denn die Ausrüstung? Kampf erprobt. Das verstehe ich nicht.
Okay, und der Turm ist aber sehr schnell fertig geworden. Wie komme ich denn... Aua! Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich... Sie sollten auf den Turm klettern? Wie soll ich das denn machen? Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verscheucht. Aber unten am Wasser gibt es noch Möwen. Ja, das ist interessant. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Es geht gar nicht, ne? Okay, auf den Turm klettern. Pass mal auf. Ist mir scheißegal jetzt. Erstmal. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Aber jetzt will ich erstmal... Ich will erstmal zu diesem Wasserfall nochmal. Und gucken, was ihr da gemeint habt mit der Höhle. Jetzt sprintet doch mal bitte. Okay. Ziemlich viele Tiere, ziemlich viele Eichhörnchen. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle? Fischkopf, da war eine Höhle. Oh, geil. Körper, yes. Ah, da. Ist sie das? Ist das hier eine Höhle? Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit. Diesen Punkt erfordert... Atemgerät. Ich komme da nicht rein, Leute. Ich brauche ein Atemgerät. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wir brauchen so viel neuen Shit. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hin. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hin. Schaffen wir das hier im Fluss? Nee, jetzt ist hier wieder nicht mehr mit Schwimmen und alles. Oh Gott. Okay, ich glaube, laufen wird ein bisschen schneller gehen, du. Sprint. Sprint. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das war's mit dieser kurzen, ich nenne sie Intermezzo-Folge, dieser kleinen Zwischenfolge, in der wir so ein bisschen Zwischenzeug klären und eine Mission beenden, die eigentlich schon als beendet galt in meinem Gehirn. Und naja, ich meine, wir haben auch die wichtigen, die Sonden haben wir ja auch. Also die Sonden waren jetzt ja auch, das war ja auch eine Sache, die war wichtig. Ja. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir hier hin, machen die nächste Mission. Die große nächste Mission, die richtige Haupt-Mega-Mission. Und dann kriegen wir hoffentlich mal endlich ein Atemgerät, was ich ganz dringend brauche. Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo muss ich denn hin? Da lang, ne? Okay. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo es heiß hergeht, wie man bei uns sagt.